Willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem Heutigen Video. Im letzten Video ging es schon so ein bisschen darum, was du jetzt in dieser Winterpause als Fußballer optimal machen kannst. Und das Video kam sehr, sehr gut an. Und ich glaube, auch mit diesem Video helfen wir dir wirklich jetzt besonders in dieser Phase, dich weiterzuentwickeln bzw. offene Fragen zu beantworten. Und zwar dreht sich in diesem Video alles um das Thema, sollte ich in dieser Winterpause wechseln? Ja, also jetzt gerade steuern wir auf die Weihnachtstage zu. Und du hast mit höherer Wahrscheinlichkeit gerade Winterpause, hast keine Spiele, vielleicht sogar gar kein Mannschaftstraining und überlegst möglicherweise, ob du jetzt die Chance nutzen solltest, die Chance ergreifen solltest, um überhaupt einmal zum Beispiel zu einem besseren Verein zu wechseln und heute soll es wirklich mal in diesem Video darum gehen, ob du das machen solltest, wenn ja, wie du das anstellen kannst und ja generell was sonst noch zu beachten dabei ist. Ganz als erstes wollen wir erstmal die Frage beantworten, ob du überhaupt eine Sperre bekommst und das ist erstmal nicht der Fall. Also im Jugendbereich bekommst du die Möglichkeit zu wechseln. Häufig ist es bei im Verein so, dass die das ganz ja ganz reibungslos ablaufen lassen können. Ja, das heißt, beispielsweise wenn du jetzt wirklich dich dazu entschließt, in der Winterpause wechseln zu wollen, dann meldest du dich bei deinem Trainer und der meldet dich beispielsweise beim Jugendleiter ab und du kannst dich dann einfach beim neuen Verein neu anmelden in dieser Winterpause. Da solltest du auch im Regelfall keine Sperre bekommen. Das heißt, mach dir da erstmal nicht so viele Gedanken drum. Es kann in Einzelfällen dazu kommen, dass dein Verein dich nicht abmelden möchte. Ja, dass die zum Beispiel sagen, nö, wir wollen das jetzt nicht. Aber wenn du wirklich darauf beharrst und da auch wirklich hinterher gehst, dann muss das dein Verein eigentlich regel regeltechnisch machen. Wann jetzt wirklich deine Winterpause ist, das heißt die Wechselperiode sozusagen, bis wann du wechseln kannst, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wenn du da offene Fragen hast, melde dich da am besten mal bei deinem Trainer. Oder wenn das der vielleicht nicht, ja, wenn du das vielleicht nicht möchtest, kann ich natürlich verstehen. Dann melde ich vielleicht beim Jugendleiter von deinem Verein und frag ihn mal: Hey, was ist die, wann ist die Wechselperiode jetzt in dieser Winterpause? Weil das, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist wie solltest du das ganze anstellen und wie kannst du die frage beantworten ob du wechseln solltest wir haben schon ein eigenes video zu ganzen thematik gemacht wann du den verein wechseln solltest generell kannst du dir immer merken wenn du das gefühl hast du bist viel besser als deine mitspieler dann ist das ein Anzeichen dafür, dass du den Verein wechseln solltest. Wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht eingesetzt, obwohl du schon über Monate hinweg mit deinem, mit deinem Trainer gesprochen hast und ihn gefragt hast, warum du nicht spielst und du hast nicht das Gefühl, dass deine Mitspieler wirklich besser sind als du, aber du wirst trotzdem nicht aufgestellt, dann könnte das auch ein Anzeichen dafür sein, dass du den Verein wechseln solltest. Wenn du das Gefühl hast, du bist viel zu schlecht, deine Mitspieler sind viel zu gut, solltest du auch den Verein wechseln, dann vielleicht eher zu einem schlechteren Verein. Generell aber erstmal die Frage, okay, Hinterfrag dich mal selbst, hast du das Gefühl, du bist viel besser als deine Mitspieler, du stichst also richtig heraus, dann wäre jetzt in dieser Winterpause die perfekte, ja, die perfekte Zeit, um den Verein zu wechseln. Aber vielleicht erstmal die Frage, okay, sollte ich das überhaupt machen? Viele fragen sich dann auch, ja, aber ich habe doch bei dem jetzigen Verein, habe ich das, dann müsste ich das aufgeben, um zum neuen Verein zu gehen. Wir raten dir mal Folgendes, mach doch erst einfach mal ein Probetraining bei einem besseren Verein, weil viele sich auch fragen, okay, ich weiß aber nicht, wie gut der Verein ist, ob ich da mithalten kann, mach doch einfach mal ein Probetraining. Ja, ein Probetraining hilft dir ganz, ganz viel, um erstmal Basic herauszufinden, ob du wirklich mit den Mitspielern des zukünftigen Vereins mithalten kannst. Das heißt, versuch nicht, zu viele Fragen in deinem Kopf herumschwimmen zu lassen oder zu lange zu überlegen, ob du angenommen werden würdest, ob der Verein wirklich besser ist, ob die Mitspieler besser sind. So, mach einfach mal ein Probetraining. Geh einfach mal hin, mach ein Training dort. Wenn die kein Mannschaftstraining haben, ist es natürlich schlecht, aber versuch dich zu informieren, wann die wieder Mannschaftstraining haben und versuch einfach mal da vorbeizuschauen. Ja, im besten Fall fragst du irgendwie vorher den, den Trainer an oder du hast vielleicht sogar Kontakte oder ähm, du schreibst den Trainer per E-Mail an. Schau einfach auf die Homepage von dem Verein, wo du vielleicht hinwechseln möchtest. Dann geh auf deine Jugend und dort sind immer Ansprechpartner, beziehungsweise zum Beispiel die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse von dem Trainer oder von dem Jugendleiter. Das heißt, versuch wirklich auf die Homepage zu gehen, das herauszufinden, anzuschreiben ganz easy, hey, kann ich bei euch ein Probetraining machen? Ich bin der und der Spieler und ich glaube, ich könnte mich bei euch bestmöglich weiterentwickeln. Das ist wirklich mal so ein Basic-Tipp. Versuch einfach erstmal ein Probetraining zu klären und dann kannst du immer noch weiter schauen. Wenn du das Probetraining jetzt gemacht hast und du merkst, ja, das könnte was werden, ich könnte da gut mithalten, das wäre ein Schritt nach vorne, dann geht es natürlich darum, ob, ob du dann angenommen wirst von dem Trainer oder ob der sagt, nee, wir brauchen dich nicht. Das heißt, dann ist es sowieso nicht mehr in deiner Hand. Wenn du jetzt das Gefühl hast, nee, die sind gar nicht viel besser, ich sollte doch bei meinem eigenen Verein wechseln, dann hast du ja nichts verloren. Dann hast du dort ein Probetraining gemacht, aber weißt, okay, das ist vielleicht nicht, noch der, nicht der richtige Verein. Dann kannst du immer noch ein Probetraining beim anderen Verein machen. Und so kannst du eigentlich immer Probetrainings machen. Du, du verlierst ja dadurch nichts. Du kannst dich immer wieder neu zeigen. Du kannst immer wieder neu deine Stärken zeigen. Du hast nichts verloren, wenn du ein Probetraining machst. Wir blenden dir jetzt in diesem Moment auch noch mal das Video ein, wie du ein erfolgreiches Probetraining bestehen kannst. Da sind wirklich mal hilfreiche Tipps für dich, die du anwenden solltest vor einem Probetraining, um wirklich mal top vorbereitet in das Probetraining zu gehen. Das waren jetzt mal so generell die Tipps. Ähm, ja, um die Fragen zu klären, hey, soll ich in der Winterpause wechseln? Ähm, da haben wir erstmal gesagt, ja, wenn du zum Beispiel das Anzeichen hast, du bist viel besser als deine Mitspieler, dann könntest du den Verein wechseln, aber versuch erstmal ein Probetraining zu machen. Ja, versuch erstmal, mit ein Probetraining zu klären und dann schaust du weiter. Wenn du das Gefühl hast, nee, ist nicht der richtige Verein, mach ein Probetraining woanders. Ja, bis du irgendwann das Gefühl hast, hey, das könnte passen und dann liegt es sowieso nicht mehr in deiner Hand. Ob sie dich jetzt nehmen oder nicht, ist die Entscheidung vom Trainer. Ja, Und so kannst du einfach immer schauen, dich selbst präsentieren beim Probetraining und dann sozusagen die Verantwortung abgeben an den Trainer. Und das ist das, was wir dir raten würden. Versuch so diesen Weg zu gehen in dieser Winterpause, mach dir keinen Stress, versuch herauszufinden anhand der Homepages die Ansprechpartner, die dann anzuschreiben, Probetraining zu klären und dann zu schauen, ob du dort vielleicht angenommen werden würdest oder nicht. Wir hoffen sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst jetzt unbedingt ein Like und einen Kommentar. Schau auch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du ansonsten mit uns zusammenarbeiten möchtest für ein halbes Jahr, ganz, ganz individuell, ganz, ganz persönlich uns als deine Fußball-Individualtrainer buchen möchtest, dann check unbedingt den Link in dieser Videobeschreibung ab, denn da geht es zum Paket Next Level Mentoring, ein neues Produkt von uns, wo wir eine, ja, eine richtige Zusammenarbeit mit dir zusammen schaffen wollen. Such das gerne mal unten in der Videobeschreibung, check das unbedingt ab. Ansonsten vergiss nicht, dass jeden Montag und jeden Freitag hier auf YouTube ein neues Video kommt, um dich als Fußballer, als Fußballerin zu verbessern. Wir wünschen dir super schöne Weihnachtstage, sehen uns bis dahin erstmal. Ciao.